So, herzlich willkommen zurück zu ARMS im Online-Modus. Mein Mikro war gerade nicht an, deswegen mache ich jetzt hier die Aufnahme. Ich bin im Online-Modus und der Jay Miller ist hier reingejoint. Und ich muss mich gerade erstmal daran gewöhnen, dass ich hier gegen einen echten Menschen spiele. Weil das passiert ja nicht allzu oft. Deswegen gucken wir mal, wie das wird gegen den Jay Miller. Und er spielt Master Mummy. Oh, Leute. Was wird das denn? Er trifft mich anders. So, hauen wir ihn mal weg. Er hat seine Special. Dann gehen wir mal schön zur Seite. So, er hat irgendwie geblockt. Was? Oh, er hat das auch geblockt. Er will sich mal heilen, der kleine Sack. Okay, ich bin noch überhaupt nicht drin. Er will mich immer... Alter, er trifft mich damit. Okay, alles klar. Okay, er kann Master Mummy anscheinend. Lass mich ihm einfach mal ein bisschen gewinnen. Denn dann bleibt er vielleicht länger in der Lobby. Ich nehme das jetzt als Ausrede. Ich habe heute auch noch gar nicht gespielt. Oh, das ist so ein Dritter. Oh, das könnte eine gute Folge werden online. Es kommen ein paar Leute. Und auch Leute, die ich noch nie vom Namen her gesehen habe. Ranked spielt leider keiner, sonst würde ich euch ein paar Ranked-Sachen zeigen. Ist nicht viel anders als das hier im Online-Kampf. Ranked sind halt 1v1-Duelle. Wo man dann aussuchen kann, ob man eine Revanche will oder ob man aufhören möchte und so weiter und so fort. Wir kämpfen jetzt aber hier einen Dreierkampf. Das gefällt mir gar nicht. Weil ich mag die Kämpfe online gar nicht. Vor allem nicht, wenn beide auf mich gehen. Ich gehe mal... Oh, der fährt... Ja, jetzt gehen sie beide trotzdem auf mich. Okay, danke, Master Mummy. Du hast mich gerade ein bisschen gerettet. Du willst uns hier in den Rücken fallen, mein Freund. Das ist Ninjara. Eigentlich muss er zuerst weg, weil er ist der nervigere Char. Er ist eindeutig der nervigere Char. So, Master Mummy, lass mich mal. Aua, der hat meinen Arm getroffen. Nein! Oh Gott, das war so knapp. Okay, er will immer grabben. Okay, er will immer nur grabben. Er hat jetzt irgendwie viermal hintereinander gegrabbt oder so. Das lässt sich easy outplayen, wenn ich nicht gerade daneben hau. Wir machen erstmal den weg. Das ist ja uncool hier. So, jetzt können wir uns um die Master Mummy kümmern, die sich hier die ganze Zeit voll heilt, der Penner. Das ist echt... Hallo! Alter, das macht er jetzt mehrmals. Das gibt's nicht. Er macht mich schon wieder fertig. Er heilt sich die ganze Zeit hoch. Und dann kommt er irgendwann. Er spielt echt... Sein Master Mummy Spielstil. Das ist ein Kackwort. Oh, jetzt ist JJ... Bei JJ Shadow? Nee, es ist, der eine ist gegangen, weil wir den voll zerstört haben. Das ist doof mit einer Dreierlobby, dann kommen immer diese Kämpfe zustande. Das ist echt dumm. Eigentlich muss Jay Miller dann zuerst draufgehen, weil er hält sich im Hintergrund die ganze Zeit auf voll HP und die anderen beiden hauen sich runter. Das ist ja nicht dumm von ihm. Muss man ja mal sagen. So. Wir müssen ihn so krass runterhauen. Oh, das war sehr gut. Ich lasse ihn das jetzt auch machen. Ich will den. So. So. Nein, nein. Lass mich mal in Ruhe. Ich will erst ihn. Tatsächlich. Geht er jetzt auf mich? Ja, geht er. Oh, er blockt den Scheiß. So, geh mal rüber zur Mumie. Ich hab da jetzt keinen Bock drauf. Okay, lass mich machen, Bitte, bitte, bitte. Nein, wieso bricht er das ab? Ist er doof, Mann. Ja, er ist doof. Lasst ihn das so machen. Hier, pass auf, Master Mummy lässt mich nämlich auch machen. Der ist nämlich nie dumm, der heilt sich hoch. So, deswegen grab ich ihn und wehe, du brichst das ab. Du bist so ein... Oh, ich könnte da echt sauer werden bei solchen Menschen. Ihr seid so doof, ne? Weh. Jetzt werde ich abgebrochen. Ja. Ihr seid Helden vom Dienst, ey. So. Das ist ein Held vom Dienst, der Typ, ne? So, jetzt muss ich... Ja, er ist jetzt low health. Er ist Wingman. Da muss ich jetzt aufpassen, leider. Das ist nämlich kacke. Er muss sich nämlich nicht aufladen. Okay, der war gut. Der war sehr gut. Okay.
voll ins Gesicht. Dieser Miller muss halt zuerst auf den Sack kriegen. Sonst haben wir ein Problem. Kriegen wir endlich mal plus 3 Punkte und nicht nur einen. Ich habe übrigens sämtlich... Oh, jetzt ist er... Weißt du, da verliert er einmal und lief direkt. Was ist das denn für eine Mentalität? Solange er gewinnt, bleibt er in der Lobby und dann kriegt er immer auf den Sack und geht? Was ist das denn? Was ist das denn? So. Problem, was ich habe, ich weiß noch nicht, wie der kämpft, aber es wird sich schon zeigen. Ah. Okay, er will grabben. Okay, ein Grabber. Also Leute, die zweimal hintereinander grabben, machen es entweder mit Bewegungssteuerung und machen Fehler dadurch. Oder das sind so... Ich grabbe halt immer 50 Mal hintereinander. Nice. Dadurch, dass er die Granate nicht abhaben wollte. Ah, nein! Oh, ich dachte, der greift. Okay, den Sprung, den er macht, der ist eklig. Der springt nämlich immer genau aus meiner Range raus. Ah, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gegrabt. Ich vermute halt auch, dass viele sich noch nicht mit den Spezialfähigkeiten auseinandergesetzt. Ich hasse das. Ich hasse diesen Sprung. Wieso hat er jetzt wieder so viel HP? Hauen wir ihn die mal runter. Jetzt wird er seine Ulti auch machen. Ja. Ah, ich hätte blocken können. Ich hab's verkackt. Ich habe aufgehört zu blocken. Ich weiß nicht warum. Jetzt ist er nur immer in seinem... Yes! In seinem State, dass er dauerhaft viel Damage macht. Aber da haben wir ihn um die Kurve, in der Kurve schön so... Outplayed. Nice. Ich hoffe, der bleibt drin. Bitte geh nicht. Er wechselt den Kämpfer. Gutes Zeichen. Okay, Ribbon Girl wird als nächstes ausprobieren. Basketball, das ist so meine Hassdisziplin in dem Spiel. Das muss echt nicht sein. Hm. Dieses Gegreife, ich stehe halt nicht so oft. Also, Greifen benutze ich manchmal. Aber das ist halt so die Disziplin für die Leute, die nur greifen. Ich verprügel den mal, damit ich meine Ulti kriege. Kriegt so auf den Sack. Ich glaube, der kann Ribbon Girl nicht so gut. So. Er versteht... Entschuldigung, er versteht, glaube ich, nicht, was ich vorhab. Ah, er hat gegriffen. Okay, kann er haben. Ah, scheiße. Okay, jetzt ist er da raus, wie ich spiele. Jetzt muss ich mich auf ihn einstellen. Er wartet, bis ich schlage. Okay, ich darf nicht mehr schlagen. Oh, daneben. Sehr gut. Nein! Okay, da war ich besser. Ist es ein Dreierwurf? Nee, ein Zweier leider nur. Yes! Okay, das gibt 3 Punkte. Mehr Punkte. Jetzt muss ich nur noch auf Defense spielen. Okay, sehr gut gewonnen. Das war knapp. Dass die Ulti getroffen hat, war gut. Ich wurde auch gefragt, warum ich denn die Ultis der einzelnen Charaktere nicht zeige. Das liegt daran, dass die Charaktere an sich keine eigene Ulti haben. Die Ultis liegen an den Arms, an den Waffen. Jetzt ist er gegangen. Ach Mann. Ich warte einen Moment, vielleicht kommt ein neuer. Auf jeden Fall, die Ultis liegen an den Arms. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Tridents, die ich hier ausgerüstet habe, benutze, ist die Ulti anders als mit dem Slappermander, also diesen Pyromander oder den Aeromander. Und der Aeromander und der Slappermander, die machen so, die slappen so. Und die, zum Beispiel der Hammer, der wird größer und haut ganz oft auf den Boden. Das liegt halt an den Arms, nicht an den Charakteren. Deswegen habe ich die in dem einen Video nicht gezeigt. Tatsächlich ist ein neuer reingejoint, der Tommy. Zum Glück muss ich die Folge doch nicht wegschmeißen. Kann ich noch ein bisschen spielen hier. Bei Arms aufnehmen ist momentan ein bisschen anstrengend. Ich habe euch offline fast alles gezeigt. Und ja, online sind halt noch nicht viele. Weil das Spiel hat Nintendo natürlich nur... Warum geht der nicht auf das Ding? Das hat mich jetzt mega verwirrt. What the fuck? Okay, alles klar. Er macht hier die crazy Hits. Okay. Muss auf das Ding. Okay, sie benutzt, oder er benutzt, nicht die Special-Fähigkeit von Min Min.
Also weiß er nicht, was Min Min kann. Wie stark Min Min eigentlich sein kann. Das ist gut. Irgendwie. Ja, das war dumm. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Das war eigentlich voll dumm. Oh, blocken. Blocken. Oh Gott, das war knapp. Man kann halt nur blocken, wenn die Arme zurück sind, ne? Ah, oh, das wollte ich gar nicht. Okay, alles klar. Ich habe ein bisschen zu schnell beide Arme rausgeschickt. Ich habe meine Ulti schon wieder. Das ist natürlich geil. Jetzt warte ich, bis er einmal schlägt. Ah, ich dachte, er schlägt jetzt. Okay, dann gehen wir wieder auf meinen. Ja, das war dumm. Aber ich hau sein Schild jetzt down. Auch gut. Kann er eine Zeit lang nicht mehr blocken. Oder was heißt eine Zeit lang? Sein Schild ist halt noch nicht... Jetzt ist sein Schild, glaube ich, wieder voll. Oh! Bin ich besser health-technisch unterwegs? Ja, also ich würde gewinnen, wenn er jetzt nicht das Krasses mehr macht. Okay, ich habe auch so gewonnen. Er ist aber ein guter Kämpfer. Aber er nutzt die Spezialfähigkeit von Min Min nicht. Diese Drachenarm. Also er lädt sich nie auf. Das heißt, er hat sich noch nicht so befasst mit dem Spiel wie ich. Oder er hat es vergessen. So, bleibt aber drin, ins Schwarze. Kann ja sein, dass er in Schwarze richtig gut kann. Gucken wir mal. Min Min. Da gehen wir auf die Tridents. So, ich glaube, er weiß aber nicht, dass hier die Dings mehr Punkte geben, wenn wir sie treffen, oder? Krieg ich sie? Ah, schade. So, jetzt aber. Ah, fuck. Da habe ich echt mal geblockt. Oh, der war gut. Da habe ich gepennt. Ich darf nicht zu viel rumspielen, sonst überholt er mich mit den Punkten. Und gut treffen. Nice. Nice. So, schön rüberschießen, das Ding. Ist er drin geblieben? Jawohl. Erstmal einen dicken Wurf noch landen. Punktetechnisch sind wir sehr gut. Yes! Sind wir sehr gut unterwegs. Ich glaube aber, der geht gleich. Weil er merkt, ich bin krasser unterwegs als er momentan. Gehen dann meistens, wenn sie merken, sie haben nicht so die krasse Schnitte. Ich möchte nicht sagen, dass er schlecht ist. Es kann auch keiner perfekt sein. Aber ich habe deutlich mehr gespielt, das merkt man schon. Weil ich die Tricks und Kniffe anscheinend eher kenne als er. Zum Beispiel für den Triff in Schwarze Modus. Bleibst du drin? Ja, bleib drin. Ach, schon wieder die Map. Was ist denn da los? Bleib mal so lange drin, wie er drin bleibt. Natürlich, weil ich will ja online spielen. Hauptsache irgendein Gegner. Wäre aber cool, wenn noch zwei weitere kommen würden. Hätten wir auch 2 gegen 2 Kämpfe. Herausforderung, ich habe weniger KP. Das kann online nämlich auch passieren. Jetzt habe ich weniger KP als er. 25%. Das heißt, ich habe einen dicken Nachteil. Er lädt seine Arme nicht auf. Ich glaube, das macht er, wenn nur aus Versehen. Jetzt hat er es gemacht. Jetzt wird er nicht greifen. Er springt aber viel mit dem Ding und das macht mich fertig. Alter, wie er rumspringt. Ich wollte nicht das Ding. Oh, wie er noch geblockt hat. Okay. Oh, jetzt habe ich ihn einmal getroffen, Gott sei Dank. Okay, alles klar. Okay, gut, 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 gut. Jetzt wieder nach rechts springen. Okay. Ich will mal greifen. Oh, wieso? 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 Ich habe schon mal gesehen, dass das geht, dass man die greifen kann, wenn die ihre Special haben. Das ist mir nämlich schon mal passiert, dass ich gegriffen wurde, während ich meine Special gemacht habe. Wieso kann ich das nicht? Ach, wieso hat er seine Arme so schnell zurück? What the fuck? Das hat er besser raus, das Blocken, als ich. Oh! er hat mein Ding getroffen. Das ist auf jeden Fall gut, wenn wir jetzt gewinnen. Denn dann kriegen wir schön Punkte dazu. Er hat auch nicht den besten Arm gegen mich. Dieser Sucher ist halt voll... Oh, da hat das Lab noch getroffen. Ich hätte gedacht, er geht daneben. Krasse Sache.
Also in den Kämpfen ist er deutlich anstrengender als in Triff ins Schwarze. Da macht er mir schon Probleme. Aber er lädt sich halt nicht auf. Er nutzt die Spezialsachen nicht. Neue Spieler sind beigetreten. Der Big Wimp und Sam. Die spielen zusammen an einer Konsole. Das sieht man daran, dass sie zusammenhängen mit den Köpfchen. Und ich habe jetzt ein bisschen gewartet und habe gehofft, dass da noch ein paar kommen. Und es sind welche gekommen. Sehr cool. Und wir spielen, um uns erstmal kennenzulernen. Und ich mit weniger als 50% HP. Sehr nett. Spiel gegen Headlock Level 5. Mit 50 HP weniger. Auf jeden Fall eine nette Geschichte. Ja, gut. Ich halte zwei Würfe aus, Leute. Ihr müsst das auf jeden Fall selbst regeln. Ich habe hier gerade so einen kleinen Minimalnachteil. Wollte ich mal nur mal anmerken. Das ist nicht nett. Und dann ist auch noch ein Springman, weißt du? Aua, aua. Nein! Ich gehe drauf. Ich will nicht drauf gehen. Ich will nützlich sein für meine Leute. Ich muss jetzt erstmal blocken. Ich muss in den Kreis und blocken. Nein! Oh Gott, danke. Okay. Lass mich ihn verprügeln. Ich will auch was dazu beitragen. Jetzt wartet doch mit euren Ultis. Seid ihr denn das Wahnsinn. Oh mein Gott, er geht voll ab. Oh, mach was. Besiegt ihn. Zerstört ihn. Nicht mich. Oh, wir haben es geschafft. Wir leben alle. Minus 50% KP war das echt mies. Oh mein Gott. Holy moly. 6 Punkte verdient, aber die habe ich mir echt verdient. Alter Vater. Das war knapp. Okay, jetzt kämpfe ich gegen der Big Wimp. Das ist der Nachteil an diesem lokalen Konsolending. Das hat man in den Livestream gesehen, den ich mit Lou gemacht habe, der eine Stunde ging. Zu Arms. Manchmal, wenn man an einer Konsole sitzt, darf der andere erstmal nur zugucken. Ja, wieso? Das ist so doof. Ich werde voll bestraft. Dabei weiß ich doch noch gar nicht, wie der spielt. Ja, ich habe ihn getroffen, das war anscheinend. Oh mein Gott. Wenn er mich zweimal trifft, bin ich... Oh mein Gott. Und er hat auch noch Mechanica, die noch nie ein menschlicher Spieler genommen hat. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Und ein menschlicher Spieler, die nimmt, muss in den grünen Kreis. Aber Mechanica fällt nicht um, so wie ein... Oh mein Gott, ich habe sie doch getroffen. Du kannst mir nicht erzählen, dass sie geblockt hat. Komm, jawohl. Mach mal ein bisschen Druck hier. Einfach hauen. Einfach boxen, einfach boxen. Einfach auf Reichweite gehen. Ich habe die Reichweite. Sie auch. Oh mein Gott. Nein, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Ich wollte noch zur Seite springen. Aber, ey, darauf darf die sich jetzt echt nichts einbilden. Hätte ich meine vollen KP gehabt, hätte ich die voll platt gemacht. Ohne Mist. Ma! So gemein, ey. Ich finde, da sollte ich auch 2 Punkte kriegen. Oh, noch ein. Oh, jetzt sind wir 4. Nice. Viererkampf. Sehr gut. Sehr gut. Da bin ich jetzt gespannt. Dann haben wir eigentlich alles außer Volleyball, was im Online-Modus kommen kann. Ich habe. Das ist so mies, dass ich, je länger ich gewinne, umso mehr bestraft werde ich. Oh Gott. Komm, Mechanica muss weg. Die ist nämlich, oh, wo springst du denn hin, Mann? Alter. 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 Was passiert hier? Ich blick gerade überhaupt nicht durch. Ich blick nicht. Ich blick's nicht. Mein Mate springt überall hin. Er achtet nicht auf mich. Ich bin gleich tot. Beide gelähmt. Greift die andere. Sehr gut. Verprügeln. Verbündete am Boden. Ich auch. Fuck. Yo. Alles klar. Ich bin tot. Ja. Mein Verbündeter ist einfach rumgesprungen und hat mich rumgezogen und wurde geworfen. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich habe nicht gecheckt, was abging. Das war nicht gut. Außerdem sitzen die nebeneinander und können sich voll gut absprechen, ne? Muss man ja mal dazu sagen. Egal, ich bin immer noch der mit den meisten Punkten hier in der Lobby.
Und ich habe die Handicaps hier, ne? Ich habe hier minus 25% KP. Und all sowas. Das ist nicht cool. Volleyball 2. Oh. Also Volleyball Solo ist schon anstrengend. Und 2 gegen 2 Volleyball ist noch anstrengender. Jetzt haben wir wirklich alles gehabt. Also, nehmen wir die. Mechanica hat irgendwie auch eine Strat, mit der man den Ball richtig ekelhaft drüber schleudern kann. Ja, geil. Gut, mache ich alleine 2 platt. Und ich schaff's auch noch. Wenn ich die jetzt besiege, ne? Okay, wenn ich die jetzt alleine solo besiege, bin ich der King. Sorry, wenn ich das so sage, aber das ist dann leider so. Nein, 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 nein! Okay, das war dumm. Ja, ich habe immer noch mehr Punkte. Die hauen natürlich beide drauf wie die Blöden, ne? Nein. Nein! Nein! Och, ich habe immer das Pech, dass die beim Timeout bei mir drüben sind, die Kackbälle. Komm, per Timeout rüber! Das ist unfair. Yes! Unentschieden. Oh, wenigstens habe ich einen Unentschieden geschafft. Das ist schon Schmach genug für die. Oh. Der andere ist gar nicht mehr da. Warum wird der angezeigt? Ich habe das allein gerockt. Meckern wir mal ein bisschen. Vielleicht, ja. So, Kampf beginnt. Gegen Sam darf ich diesmal spielen. Endlich mal ein anderer Gegner. Puh. Geht ganz schön ab hier. Okay. Okay, letzten Kampf hier in dieser Folge. Bestreiten wir durch meinen King Crow mit gegen meinen. Ich benutze das auch nicht, das Aufladen. Was ist mit euch? Beschäftigt euch doch mal mit den Charakteren. Man merkt doch, dass die alle was anderes können. Merkt man doch. Oh, lol. Okay. Was hat er eigentlich? Den Slap? Er hat noch die Standard-Arms auch. Nein. Oh, shit. Ja, das war dumm. Ja, das war dumm. Ich habe vergessen, dass da die Kugel liegt. Aua, aua. Okay, jetzt kriegt er mich gerade ein bisschen. Zack. Okay, dann haben wir Sam weggeklatscht. Ich habe auch gar nicht drauf geachtet, hier dieser Big Rip benutzt der die Fähigkeiten von Mechanik. Die benutzen die alle nicht, ne? Ist, glaube ich, schon ein Vorteil. Ich meine, jetzt, ihr, die die Videos bei mir sehen, wissen das. Aber sonst, ne? So, ich gehe jetzt mal. Ich werde auch mal ständig verlassen online. Nein, abbrechen, ist eh gerade keiner da. Wir gehen aber jetzt nochmal ins Arms-Depot. Erstmal zeige ich euch, dass ich jeden Arm für Kid Cobra freigeschaltet habe. Mir fehlt hierfür noch ein Plus. Ein Plus, zwei Plus, drei Plus Arms fehlen mir. Ich weiß nicht, ob ich gerade noch einen übersehe. Auf jeden Fall fehlen mir noch drei. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal ins Depot in der Folge. Machen kurzen Ründchen. Lang, es lohnt sich wirklich tatsächlich lang und mittel zu machen. Das lohnt sich immens, weil die Armanzahl, die dort erscheint, ist viel krasser. Ich habe, glaube ich, in einer Langrunde für 100 11 oder 12 Arms bekommen. Das lohnt sich richtig krass. Aber wenn man so zwischendurch mal so 30 hier investieren möchte, dann geht das. Ich habe übrigens das erste Level kann man nicht über 22 schaffen. Das geht einfach nicht. Oh, scheiße, ich habe die Uhr nicht getroffen. Oh, das ist scheiße. Oh, da ist noch ein Arm. Für Kid Cobra. Wenn wir noch einen Arm kriegen, dann habe ich alle. Noch ein Kid Cobra Arm wäre schon nice. Nee, das ist ein Biten Bark Arm. Ah, wir haben die. Jetzt war nicht so eine gute Ausbeute, weil ich die Uhr verkackt habe. Aber gucken wir mal. Okay. Okay. Dafür das Plus. Sehr gut. Dafür das Plus. Sehr gut. Es fehlt mir nur noch ein Plus und ich habe alle Arms für Kid Cobra freigeschaltet. Also perfekt freigeschaltet. Sehr gut. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Lasst Kommentare und Bewertungen da, wenn euch dieses Video gefallen hat oder auch wenn nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.